Wake News Radio, Wake News TV, für alle, die aufwachen wollen, neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit, Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ich grüße euch, das ist Wake News Radio, Wake News TV, unserer heutigen Live-Sendung. Super, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist immer klasse, weil dann haben wir die Energie, die wir brauchen. Für die Sendung. Ja, klasse. Ja, und wir danken natürlich auch immer allen, die uns hier mit übertragen. Wer das alles ist, das findet ihr auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio, da sind sie aufgeführt. Ja, und nochmal ein kleiner Hinweis, wir sind am Server umziehen. Also da gibt es leider immer noch Ausfälle bei den Radiosendungen, Musiksendungen. Ja, da kann es also im Moment sein, dass ihr nicht viel hört, ja. Aber gut, wir werden das wieder in den Griff kriegen und werden euch dann entsprechend informieren, wenn es dann wieder soweit ist, ja.
Okay. Ja, eine traurige Mitteilung für alle, die Angela Masch kannten. Angela Masch ist leider von uns gegangen. Ja, sie hatte eine doch scheinbar nicht ganz leichte Krankheit, war da deswegen in den letzten Wochen wohl im Krankenhaus. Und ich habe es dann aber auch nur durch andere gehört, dass sie dann dort verstorben ist. Ja, und wir denken an sie. Sie hat viel geleistet. Sie hat sehr viel Gutes getan in ihrem Leben, hat vielen versucht zu helfen, hat auch selbst Radiosendungen gemacht, einen Blog betrieben und vieles mehr. Also Hut ab, sie hat da eine Menge geleistet. Ja, und sie wird bei uns in unseren Sendungen, die wir ja aufgezeichnet haben, bleiben. Und ja, wir wünschen ihr für auch für den nächsten Schritt in der geistigen Welt das Nötige. Und sie wird da schon ihren Weg finden. Ja, ja, das körperliche Leben hat irgendwann ein Ende. Das wird uns alle einmal treffen, wenn man noch jung ist. Denkt man nicht so sehr daran, aber wenn man dann schon etwas älter wird, dann kann man es sich schon vorstellen, dass es auch näher kommt. Ja. Aber wir sollten da insgesamt, glaube ich, nicht Angst davor haben, sondern einfach auch wissen, dass es weitergeht. Und davon bin ich ganz überzeugt. Gut. Ja, wir danken auch den Musikern, DJs, Bands, Musikproduzenten, die uns Musik zur Verfügung stellen. Wir hörten jetzt gerade was Neues von Annette, nämlich Warm Wood. Ja, ganz prima, klasse. Ja, und wer jetzt zuhört als DJ-Band, Musikproduzent, wie auch immer, darf uns seine, ihre, eure Musik zur Verfügung stellen, einfach an radio@wakeness.net. Das ist die E-Mail-Adresse, da setzen wir uns dann wieder mit euch in Verbindung und hören uns eure Stücke an und spielen sie dann auch sicher gern. Ja, das ist prima, wenn ihr das macht. Und auch ihr, die zuhört, ihr dürft eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakeness.net. Denn das ist wichtig, dass wir da auch von euren Informationen lernen. Fragen. Keine Frage ist blöd, nur die Antwort. Ne? Das kennen wir. Also da bemühe ich mich, aber ich kann natürlich auch nicht alles beantworten. Ja, aber man kann es ja auch in die Runde geben, oder? Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt natürlich auf der Radioseite auch den Chatraum oder die Chaträume, die man sehr gerne benutzen darf, um sich da mit Informationen zu versehen oder dort irgendwelche zu posten, da seid ihr herzlich eingeladen. Gut, wir haben die letzte United We Start Sendung hochgeladen. Das ist in einem Rutsch jetzt auf Videos alles erhältlich, auf allen Videokanälen von YouTube und natürlich auch auf unserem eigenen wakeness.tv. Das ist eine rein englischsprachige Sendung. Deshalb ist es immer witzig, Kommentare zu lesen. Ja, ich verstehe es nicht, weil ich kann nur Deutsch. Das ist ja, ich meine, die Überschrift sagt ja schon alles, dass es auf Englisch ist. Also es ist für diejenigen, die Englisch verstehen können. Und auf diese Zielgruppe oder diese Zuhörer oder Zuschauer später ist das auch gemünzt gewesen, weil wir eine internationale Hundertisch-Diskussionsrunde haben mit mehreren Menschen, die auch, sagen wir mal, überwiegend nur Englisch sprechen. Ja, und das 2 Stunden lang und gibt es auch wichtige Informationen zu Bilderberg und andere Dinge. Also wer da reinhören will, ist herzlich dazu eingeladen. Prima. Ja, jetzt wollen wir uns mal dem heutigen Thema zuwenden. Ja, es ist ungeheuerlich, was uns an Informationen beständig da erreicht, was hier vor allen Dingen im Bund los ist, aber natürlich nicht nur da. Aber da kommt natürlich vieles aus dem deutschsprachigen Raum heraus. Und natürlich auch die Weltereignisse uns anschauen und wie darüber berichtet wird, zum Beispiel in den sogenannten Massen- oder wie ich nenne sie Matrix-Medien, die genau dafür da sind, eben dafür zu sorgen, dass wir ein gewisses Weltbild haben oder erhalten oder in uns aufnehmen. Und das ist etwas, was wir immer wieder penetrieren dürfen, also immer wieder bekannt geben dürfen, und zwar intensiv bekannt geben dürfen, an unsere Mitmenschen, dass die bitte in ihrer Informationsauswahl mal drüber nachdenken sollten, ob sie sich wirklich richtig gut informieren oder ob sie sich da
einlullen lassen mit einer Propaganda, die letztendlich dazu führen soll, dass sie eben im Traume bleiben. Und darum geht's heute. Wir leben in einer künstlichen Illusionswelt. Ja, das findet man auf dem Blog myawakeness.wordpress.com. Einfach auf einen der Links gehen, rechte Maustaste in einem separaten Fenster öffnen, dann seid ihr drin. Ja, ja, und ich habe da ein simples Collagebild gewählt, nämlich in der Mitte Kim Jong-un und Donald Trump. Ja, die sich also Hände schüttelnd und angrinsend die ganze Zeit gerade in Singapur getroffen haben, um der Welt zu zeigen, ja, was wollt ihr denn? Wir sind doch eigentlich gute Freunde. Nix da mit dem Gezeter, was vorher war, Kriege und alles, Atomkrieg, USA vernichten, Nordkorea vernichten, auch das war Schnee von gestern. Wir sind immer gute Kumpels gewesen, sind doch schon damals immer bei ja, Disneyland zusammen ja, auf den Schaukeln gesessen, ne? So könnte man es meinen. Ne? Deshalb links eine Comic-Darstellung von Kim Jong-un als Pfadfinder verkleidet, ready for war, also fertig, um Krieg zu führen. Und rechts daneben, auch sehr passend für Donald Trump, die Muppets-Figur von ihm. Ja, denn man könnte sagen, die beiden machen gerade eine wunderbare Muppet-Show. Ja, wir leben in einer künstlichen Illusionswelt, daher der Titel. Ja, und wieder einmal wird dem Betrachter vom System selbst die Absurdität dieser Welt vor Augen geführt. Staatsmänner, bitte alles großgeschrieben, Staat, großgeschrieben, also Firma, die selbst als Propagandapuppen aufgezogen wurden. Man erinnere sich, Kim Jong-un ist mit seinem Daddy abgebildet, wo er eine Mickey Maus Pappmaché-Ding da oben drauf hat, auf seinem Kopf, und begeisterter Mickey-Maus-Leser offenbar war, schon in seiner Jugend. Und er ist ja in der Schweiz zur Schule gegangen, am Genfersee, und kennt also die Rothschild-Schlösser von innen und außen. Ja, ja, also das mal er. Ne? Und Donald Trump ist auch bekannt als jemand, der überwiegend in seinem Leben eines erfolgreich gemacht hat, nämlich Schauspieler zu sein, denn seine Immobilienfinanzgeschäfte waren ja immer negativ. Er hat immer Konkurs gemacht und hat dann nachher, stand dann ja in der Kreide mit, glaube ich, 1,5 Milliarden. Und da hat ihm wer ausgeholfen? Ja, ein Adlatus der Rothschild-Familie, damit er wieder auf die Füße kommt. Damit erstmal da wieder Null ist und damit er erstmal wieder weitermacht. Dafür muss er natürlich auch ein paar Dienste leisten, oder? Ist klar. Also, Staatsmänner, Staat großgeschrieben, die selbst als Propagandapuppen aufgezogen wurden, Schauspieler sind. Man denke auch an Ronald Reagan, einer der US-Präsidenten, der ja vorher eine Hollywood-Karriere hatte, da war zwar jetzt nicht weltberühmt, aber immerhin. Ne? Ja, und die sind nicht nur und waren nicht nur Schauspieler, sondern sie sind deswegen auch engagiert worden, um uns eine Illusionswelt vorzugaukeln, die es in der Realität, und dahinter kann man das Wort Wahrheit stecken, überhaupt nicht gibt. Diese Illusionswelt wird uns mittels der Matrix-Medien, wie ich es eingangs auch schon erwähnte, beständig vorgespielt, damit wir alles das glauben, was wir glauben sollen. Ja, es ist eine Agenda dahinter. Och, ja gut, wir wissen das. Aber frag mal jemanden draußen, ich habe ja auch so jemanden aus meiner Studienzeit noch, einen Kollegen, der war immer ganz stolz drauf, dass er Spiegel und Zeit gelesen hat und auch Frankfurter oder sowas. Und dann sagt er, er sei umfassend informiert, er hätte die besten Informationsquellen der Welt. Ja, das habe ich auch mal gedacht, ja, dass das so sei. Ja. Es ist also nicht schlimm, einmal irgendwann das auch geglaubt zu haben. Aber wenn man Hinweise darauf bekommt, dass es eben vielleicht nicht so ist, dann darf man ruhig mal sich Gedanken machen und
darf die Intelligenz aufbringen, die notwendig ist, um sich selbst in Frage zu stellen und seinen Glauben in Frage zu stellen, was das Allerschwierigste ist im Leben eines Menschen, so scheint es. Das ist, glaube ich, die größte Hürde, die ein jeder nehmen darf. Ja. Gut. So ist es. Ja, und warum machen sie das? Naja, um uns abzulenken. Ablenkung davon, dass wir als Willige, zumeist, also diejenigen, die noch voll da drin stecken, in diesem Matrixgebilde oder im keinen Weg raussehen, die wir also als willige Sklaven den wenigen dienen, die sich hinter den Kulissen alles, aber auch wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest ist, unter die Krallen reißen. Ja. Ja, wir kennen das schon, so ein paar Typen. Ja, ja, und darunter ist eine Abbildung zu sehen. Märchenwelt steht da drauf, mit Abbildungen aus einigen der Märchen, die der eine oder andere vielleicht entdecken kann. Ob es jetzt Rotkäppchen ist oder der gestiefelte Kater oder der Froschkönig oder Rapunzel oder was auch immer. Also das sind jedenfalls die Abbildungen, die man da vermutlich entdecken kann. Mit dem Hinweis, wo es gefunden wurde, das ist auch noch interessant, weil da steht zum Beispiel drin, ich zitiere das, das ist gefunden bei de.märchengeschichten.wikia.com. Was sind Märchen? Märchen sind Geschichten und Erzählungen, die aufgeschrieben und gesammelt werden. Ursprünglich wurden sie mündlich überliefert oder an alte Mythen angeknüpft, weshalb man nicht genau weiß, ob sich das wirklich auch so zugetragen hat. Des Weiteren gibt es auch Dichtungen eines einzelnen Verfassers, die man Märchenkunst nennt. Eigentlich waren diese Märchen anfangs, und jetzt kommt es, für Erwachsene gedacht, weshalb die meisten Märchen ursprünglich etwas brutal sind. Wo wir ja auch manchmal denken, hoppla, das ist eigentlich noch nicht so richtig für die ganz Jungen, oder? Doch die Erwachsenenmärchen haben sich nicht so gut verkauft, weshalb sie umgeschrieben wurden, sodass sie für Kinder, so steht es hier, geeignet sind. Märchen behandeln allgemeine menschliche Themen wie zum Beispiel Liebe, Sehnsucht, Neid, Armut und stellen sie in verdichteten, fantasievollen Bildern und Zusammenhängen dar. Darin kann sich jeder Mensch wiederfinden und weil der Mensch ein fantasiebegabtes Wesen ist und die Themen auf sein eigenes Leben übertragen kann, was in der Regel unterbewusst stattfindet. Unterbewusst stattfindet. Bei den Brüdern Grimm kommt hinzu, dass sie auf besondere Weise mit Sprache umgegangen sind und für die Märchen einen wunderbaren Erzählton gefunden haben, der noch heute viele fasziniert. Besonders aus dem deutschsprachigen Raum stammen einige bekannte Märchen. Die bekanntesten deutschen Märchenautoren sind die Gebrüder Grimm. Dann noch vielleicht, wozu sind Märchen gut? Im Grunde ist eine reine Unterhaltung oder Untenhaltung. Aber durch Märchen lernen Kinder auch, was richtig und was falsch ist. Denn durch das Rotkäppchen lernt man, dass man nicht mit fremden Menschen mitgehen soll. Doch durch Schneewittchen lernt man, unabhängig zu sein. Aber das kann nicht leichtfertig, da darf man nicht leichtfertig jedem vertrauen. Ja. Gut, Worterklärung Märchen noch. Das Wort Märchen stammt von Mähre oder M-A-E-R-E geschrieben, Mähre, und bedeutet Erzählung, Nachricht, Kunde und Gerücht. Ja, darf man ruhig mal drüber nachdenken, was das eigentlich ursprünglich für einen Sinn hatte. Vermutlich denselben, wie es die Matrix-Medien heute sind, ja. Nur, wer glaubt diese ganzen Märchen eigentlich noch? Die Märchen vom bösen Feind, ja, wo doch alle zusammenarbeiten, haben das auch schon mal ausgearbeitet, dass also, da gibt es auch Hinweise, der CIA und KGB in früheren Zeiten eng zusammengearbeitet haben auf bestimmten Feldern. Ja, das wusstet ihr vielleicht nicht. Ja, auch ganz erstaunt, als ich das gelesen habe, in einigen bestimmten Fällen. Ja, also die haben immer irgendwie schon miteinander gekungelt. Wir wissen ja auch, letztendlich wurde alles von den gleichen finanziert und letztendlich auch ausgedacht, vermutlich.
Ja, und wo alle zusammenarbeiten, auch heute kann man das sehen. Man braucht bloß ganz einfach, das kann jeder von euch tun, eine kleine kurze Recherche machen. Man geht in das einfachst zu handhabende Internet-Recherche-Werkzeug hinein, nämlich upic.de. Da sind die ganzen Firmeneinträge von Dun & Bradstreet zu finden. Und gibt da ein, zum Beispiel Außenministerium, Secretary of State heißt es, der USA. Und da gibt man rein Außenministerium von Russland als Beispiel. Ja. Also kann das auch andere Länder machen. Und dann sieht man, hoppla, die haben alle eine DNS-Nummer. Okay, und das sagt uns im Prinzip, dass sie alle letztendlich Firmen sind und dass sie irgendwo zentral irgendwem gehören. Ne? Er fragt sich nur, wer, wem. Und da sage ich jetzt auch nochmal vom Arne von Hinkelbein, der hat ja so ein Video gemacht mit Joe Conrad, wo er auch nochmal zum Schluss gesagt hat, auf den Bund bezogen, wenn man da mal nachschaut, wer, das sind ja auch alles Firmen, Firmenorganisationen, die da auftreten, aber eine Firma gehört wem. Und wenn man dem Pfad nachgeht, kommt man irgendwie auf eine Anzahl von 70 Entitäten, denen alles gehört, ohne natürlich deren Namen herauszufinden. Aber wir können das ein oder andere vermuten, da wir ja wissen, dass der Bundesrepublik Deutschland seinerzeit in der Villa Rothschild gegründet wurde. Auch das wieder bringe ich immer wieder mal rein. Auch das scheinen die Leute noch nicht richtig verarbeitet zu haben, die es hören sollten und verstehen sollten. Dann gehören die auf jeden Fall mit an die oberste Spitze, ne, der Eigentümer, Besitzer oder Eigentümer. Darüber dürfen wir uns noch streiten. Das darf man noch versuchen herauszufinden. Ja, und darunter eine Abbildung Klimawandel und CO2 im blauen Feld. Unsere Luft besteht aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Edelgase und 0,038% CO2. Davon produziert die Natur selbst etwa 96%. Also den Rest kann man fast prozentual ja jetzt dann gar nicht mehr ausrechnen. Also der Rest, also 4% produziert der Mensch. Das sind 4% von 0,038%, also 0,00152% der Anteil von Deutschland beträgt hierbei 3,1%. Somit beeinflusst Deutschland mit nur 0,00047712% das CO2 in der Luft. Damit wollen wir in Anführungszeichen die Führungsrolle in der Welt übernehmen, was uns jährlich an Steuern und Belastung etwa 50 Milliarden Euro kostet. Einfach mal drüber nachdenken. Ja, das ist keine neue Information, die ist schon ein bisschen länger draußen. Also das Märchen von der menschengemachten Klimaerwärmung durch das Spurengas CO2, das sich ohnehin überwiegend am Boden der Erde aufhält, weil es schwerer ist als Luft. Es darf gelacht werden. Gell? Oder das Märchen von der Überverschuldung. Ja, wo sind denn die Staaten? Groß geschrieben, wir wissen, dass alles Firmen sind. Alle verschuldet. Bei wem sollen wir denn alle verschuldet sein? Nachdenken. Ja, okay, ihr wisst das ja. Für euch ist das keine neue Information, aber wir wollen uns ja auch ein bisschen rauswagen. Die Nasenspitze einmal ein bisschen rausstrecken aus dem Fenster, mal andere Menschen ansprechen darauf. Und dieses Ding hier, also, das ist eine gute Frage, ne? Was die wohl antworten, wem man das wohl mal fragen will. Ja, bei den Banken könnte eine Antwort sein, wo es ja ziemlich richtig ist. Ja, aber bei welchen? Ja, und dann kommen sie schon in Schlingern, weil, ja, aber da kann man ansetzen, da kann man dann ein bisschen nachfassen und dann sagen, ja, wie entsteht denn eigentlich das Geld? Und dann kommt man so in die Diskussion hinein. Ja, oder das Märchen von der künstlich geschaffenen Fiktion oder gleich Illusion der Person, großgeschrieben, die uns übergestülpt wurde, damit sich der Vatikan und Co. an uns allen bereichern kann und uns als Schuldsklaven aussaugt, obwohl sie nur verbotene
Insidergeschäfte machen und uns glauben lassen, wir müssten dafür haften. Die größte Betrug, den es überhaupt gibt. Ja, und da dachte ich bei dem Punkt, da sollten wir nochmal auf diese faszinierende Konstruktion hinweisen. Denn da gibt es ja den sogenannten Strohmann. Euch ist das natürlich alles bekannt, das weiß ich. Für euch ist das eine oder andere wahrscheinlich längst verstanden und okay, aber ich dachte, ich lese das nochmal ein bisschen so durch mit euch zusammen hier, was da erschien hier bei faszinationmensch.com. Der Mensch, das faszinierende Wesen mit dem Titel Wer oder was ist der Strohmann? Und ich zitiere von da: Ich beobachte seit geraumer Zeit, wie das Thema Strohmann immer viraler durch das Netz geht und möchte es einfach mal unkommentiert auch hier anreichen, zumal der folgende Artikel auch die hier auf dem Blog immer wieder diskutierten Themen Sklaverei, Freiheit und Menschenrechte tangiert, aber lest selbst, das ist die Einführung und es gibt natürlich da auch eine Quelle und das ursprüngliche kommt natürlich aus dem Englischen. Also, wer oder was ist dieser Strohmann? Der Name, in Klammern legaler Name, alles groß geschrieben, den du verwendest, gehört nicht dir. Das wissen wir ja. Du bist seit deiner Geburt Eigentum der Crown Corporation, registriert als Person, als Firma und mit weiteren Namensvariationen oder in Klammern Unterfirmen und nummeriert durch deine Geburtsurkunde, alles groß geschrieben, durch einen Zestui-Kevi-Akt, wurdest du für tot erklärt, also der bürgerliche Tod ist eingetreten und du bist lediglich ein Ding, eine Sache oder Angelegenheit, eine juristische Person, wobei wir wissen, Person kommt von persona, die Maske aus dem Lateinischen. Ein legaler Name ist nichts weiter als eine legale Entität, eine Fiktion, in anderen Worten ein Unternehmen, eine Firma. Somit fallen alle Handlungen unter das Handelsrecht bzw. Vertragsrecht. Handelsverträge werden uns ständig von den Vertretern von angeblichen Regierungen angeboten, wenn auch nicht immer offensichtlich. Das vereinheitlichte Handelsgesetz, der Uniform Commercial Code oder abgekürzt das UCC geschrieben, ist das höchste Recht in der Geschäftswelt für den internationalen Handel und beruht direkt auf dem Vatikanischen Kirchengesetz oder dem kanonischen Recht. Die ehemaligen Regierungen sind ja nicht mehr, sondern waren private und gewinnorientierte Firmen, deren Zweck es war, Gewinne für die Besitzer zu erwirtschaften und nicht, wie fälschlicherweise angenommen wird, für das Wohl der Menschen zu sorgen. Eine einfache und verständliche Beschreibung findest du in dem Artikel ins Deutsche übersetzt von Kate of Gaia, Babylon is fallen oder Babylon ist gefallen, das System der Crown Corporation, was dort im Artikel als Download herunterzuladen ist. Da gibt es viele. Ich lese jetzt nur vor, die ganzen Links und so weiter dürft ihr dann in dem angegebenen Link selbst nachforschen. Sehr interessant ist auch ein Beitrag auf wirsind1.org. Deine Geburtsurkunde wurde in eine Schuldverschreibung umgewandelt im Wert von Milliarden. Ja, eine sehr ausführliche Beschreibung der Situation mit rechtlichen Verweisen, Auswirkungen, Konsequenzen, Lösungsansätzen findest du in dem PDF-Dokument German Strawman PDF im Download. Auch das dort bitte nachschauen. Es gibt dann auch zwei Videos. Einmal das Meet Your Strawman trifft deinen Strohmann mit einer deutschen Titelunterschreibung. Und dann mit der historischen Angelegenheit, also in Bezug auf das Zestui-Kevi Act, also diesen merkwürdigen Ausdruck, ja, aus dem Französischen, zur Erschaffung des Strohmanns hatte auch der Conrebi dort ein kurzes Video gemacht, nämlich Sklaven ohne Ketten. Auch das ist dort eingebunden, kann man sich anschauen und anhören. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Alles mit einfachen Worten, so zitiere ich da weiter. Du wurdest eben geboren als Mensch, ja?
Und es wurde eine Lebensbescheinigung auf dich als Neugeborener ausgestellt. Da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Lebensbescheinigung und Lebenserklärung, wie wir sie ja auch kennen. Entweder wurde das durch die Hebamme oder die Geburtsklinik hinterlegt und dem Tresor verschlossen in der örtlichen Verwaltung. Deine Eltern bzw. die für dich zu diesem Zeitpunkt Verantwortlichen ließen dann im zuständigen Standesamt eine Geburtsurkunde ausstellen und das war dein Tod. Nicht wirklich, aber dein bürgerlicher Tod. Und von diesem Zeitpunkt an hast du einen legalen Namen erhalten, registriert bei der Crown Corporation, wurdest zu deren Besitz und Eigentum erklärt, zu einer Trademark, also zu einer Handelsmarke ausgestellt und auf diesen legalen Namen. Auf diesen Namen wurde ein Treuhandkonto, also dieses Strohmannkonto, eingerichtet für dich zum Nutzen, was dir jedoch um jeden Preis verheimlicht wurde. Übrigens sammelte sich im Laufe des Lebens eine Person, aber auch die bis dahin hinten verborgenen Menschen auf diesem Treuhandkonto ein bis zu zweistelliger Milliarden-Dollar-Betrag an, wird hier sogar vermutet. Wir gehen sonst immer davon aus, vielleicht so 20 Millionen, aber es können ruhig mehr sein. Ne? Also nicht wirklich echtes Geld, denn das gibt es ja schon lange nicht mehr, sondern es ist Buchungsgeld. Also dieses Schuldgeld ohne Wert und ohne Deckung, was einfach nur in Form von digitalen Zahlen Plus- und Minusbahnen ist. Oder im Englischen wird das Fiat Money genannt. Wie auf einem Wertpapier in Börsenspekulationsgeschäften, obwohl nun auf diesem Treuhandkonto jede Menge Geld in Anführungszeichen registriert ist, musst du trotzdem für alles bezahlen. Ja, alles, was du vom sogenannten Vaterstaat an Leistung erbittest bzw. erhältst, wenn du Geld benötigst und zur Bank gehst, dann bekommst du, wenn die Bank gnädig ist, aus diesem Konto den gewünschten Betrag als Kredit. Also eigentlich dein Geld, den du dann mit illegalen und räuberischen Bucherzinsen an die Bank zurückzahlen musst. Daraus entsteht übrigens das sogenannte Fiat Money, wertloses, künstlich erzeugtes Geld zur Versklavung der gesamten Menschheit. Und wenn du aus irgendwelchen Gründen das geliehene Geld nicht mehr zurückzahlen kannst, ja, dann nehmen sie dir alles weg. Das erleben wir jeden Tag. Dein Haus, dein Auto, dein selbst gegründetes Unternehmen, dein Hab und Gut und machen es wieder zu Geld, um die angeblichen Schulden, die du erzeugt hast, wieder zu begleichen. Nebenbei wirst du dann vor Gericht gezerrt und damit alle bei diesem Spiel im Gerichtssaal ihren Anteil erhalten wirst. Diesmal du, also ja, derjenige, der vor Gericht gezählt wird, zum Treuhänder deines Strohmannskontos erklärt, das sonst ja in den Händen des Staates liegt. Deswegen sagen wir immer, eigentlich sind wir Menschen die Begünstigten und nicht die Treuhänder. Der Treuhänder ist immer der Vertreter des Staates. Sage das jetzt nochmal gerade so. Ja, und das natürlich, ohne dass du was davon erfährst. Ne? Die meisten sind da blauäugig und gehen da so hinein. Alle beteiligten Richter, Firma, Gericht, Staatsanwalt, Rechtsanwälte, Urkundsbeamten und so weiter gewinnen dabei, denn der Streitwert ist die Belastung deiner Treuhand. Es geht hier gar nicht um dein Recht, nur um ihren Gewinn, ihre Gier. Ob du vor Gericht durch glückliche Umstände gewinnst oder ob du verlierst, sie gewinnen immer. Wenn du dich dagegen wehrst und dich aus Unwissen nicht zu verteidigen weißt, dann stecken sie dich unter Umständen sogar ins Gefängnis, solange sie wollen. Sie nehmen dir dein Kind weg, wenn du nicht nach ihren Vorstellungen, also illegale Gesetze und Verordnungen, sorgsam mit ihm umgehst, denn auch dein Kind gehört ihnen. Sie zwingen dich in Versicherungen, zum Beispiel Sozialversicherungen, und überwachen damit die Gesundheit ihres Eigentums, dich und deiner Kinder. Sie zwingen dir und deinen Kindern giftige und lebensgefährlich krankmachende Impfungen auf, denn damit generierst du im System der oder für Krankheitsverwaltung eher, also die Krankenkassen, viele Millionen, sogar Milliarden Gewinne für die Pharmakonzerne, wenn du unheilbar krank bist. Nicht vergessen, du gehörst ihnen und sie machen mit ihrem Eigentum, was sie wollen, und sie halten dich gerade so lange am Leben, damit du weiter für sie Geld generierst, ob durch Arbeit oder durch lebenslange Krankheit. Leben wir in einem Sklavensystem? Person gleich Sklave, so zitiere ich weiter von dort.
Wenn wir uns die obigen Beschreibungen und Erklärungen durchdenken, könnte es fast so wirken, als hätten wir überhaupt keine Möglichkeit und keine Chance, irgendetwas dagegen zu tun, uns also davon zu befreien. Eigentlich werden wir geboren, wachsen auf, wollen schöne und gute Dinge tun und uns des Lebens auf diesem wunderschönen Planeten Erde erfreuen. Solange wir noch Kind sind, scheint es auch so zu werden. Doch dann in der Schule mit den erzwungenen systematischen Bildungsinhalten, dem stupiden Lernen von Fakten, Zahlen und Ereignissen, mit denen wir im täglichen Leben irgendwie nichts anfangen können, und dann der Druck wegen Zensur und Klausuren und Prüfungen macht aus der anfänglichen Freude auf die Schule nur noch Angst um das Mitkommen und Bestehen. Das spätere ernste Leben, na, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. So steht es da drin. Ne? Ich auch nicht. Irgendwie kommst du dir auch schon als Sklave in einem Käfig vor, der sehr groß ist. Sklave ohne Ketten halt. Das klingt schon ziemlich unglaubwürdig. Sklave, Sklavensystem oder doch nicht? Ja, vielleicht nochmal, weil ich halte das schon für wichtig, das mal ganz durchzugehen, weil das ist ein ganz wichtiger Schlüsselbereich, den jeder begreifen darf, zur Bedeutung der Namensschreibung. Kanonisches Recht ist gleich das Recht der römisch-katholischen Kirche. Das ist die Basis aller Rechtssysteme. Vor- und Familiennamen mit großen Anfangsbuchstaben, also Max Mustermann, wie wir es häufiger lesen, das ist Capitis Diminutio Minima, was in Kraft tritt, wenn sich nur die Verwandtschaftsverhältnisse ändern. Das ist eine minimale Entrechtung. Familienname in Großbuchstaben geschrieben. Dann heißt das Max Mustermann und Mustermann ist dann alles in Großbuchstaben. Das ist Capitas Diminutio Media, worauf man seine Bürgerrechte verliert, aber nicht seine Freiheitsrechte. Das bedeutet, man kann mit Bußgeld belegt, aber nicht versklavt oder inhaftiert werden. Gesamter Name in Großbuchstaben geschrieben, also alles in Großbuchstaben, Max großgeschrieben und Mustermann großgeschrieben ist Capitas Diminutio Maxima. Was besagt, dass sich euer Status von Freiheit in Leibeigenschaft ändert? Alle Bürgerrechte und Familienrechte werden abgetreten. Das bedeutet, man kann in jedem Umfange bestraft, inhaftiert oder versklavt werden. Für jeden Zeitraum, den der Staat für angemessen hält. Und da gibt es ein Beispiel hier, zum Beispiel des alten Personalausweises, Bund und so weiter. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das könnt ihr nachlesen, wenn euch das interessiert. Ja, aber warum dürfen die es alles tun? Weil du ihnen gehörst, der Name gehört ihnen und weil du es ihnen erlaubst, deine ja, unbewusste Zustimmung. Ja, ganz richtig, du erlaubst es ihnen, weil sie dich mit deinem freien Willen in ihre Verträge gezwungen haben und genau darum geht es, dein freier Wille und deine Unterschrift auf ihren Verträgen. Ohne diese sind sie sozusagen machtlos und können gar nichts tun. Okay, sie sind die mit den Waffen und den Gitterstäben und können wohl einen gewissen Zwang ausüben und dazu nutzen sie unsere Unkenntnis über diese Hintergründe aus und wir glauben, es muss so sein und wir sind an allem selbst schuld. Ja, genau das wollen sie, dass wir das glauben und mit jeder neuen Unterschrift, die du ihnen gibst, generierst du einen Wert, mit dem sie dein Treuhandkonto belasten und füllen sich damit ihre Taschen, davon leben sie und das lässt du zu. Ja. Ja, und jetzt schreibt er, wir sind ja nur ein paar Staubkörner gegenüber einem Berg voller Diamanten, ja? Nee, umgekehrt, die sind nur Staubkörner, wir sind die Diamanten, denn du und ich, wir alle, wir sind wieder ein Stückchen tiefer in den Kaninchenbau vorgedrungen, so heißt es da, und haben hinter die Mauern des Schweigens, der Manipulation, der illegalen Erpressung von Werten bzw. Geld geschaut und vielleicht auch wichtige Zusammenhänge und Erlebnisse über eigene Erfahrungen wiedererkannt. Was können wir tun? Was kannst du tun? Ja, erstens, du bist ein Mensch, der höchste Wert auf dem Planeten. Ich bin der Ich Bin. Ich Bin, das ist der Schlüssel, was steckt dahinter? Das entscheidest du selbst. Du bist nicht dein Name, du bist keine Person. Personen sind Sklaven und werden als solche behandelt.
Drittens, Menschen, Souveräne brauchen keine Rechte, also verlangen auch nicht danach, sonst bist du wieder im Spiel, im System. Nur Unterdrückte verlangen nach ihren Rechten. Viertens, du bist Teil der Schöpfung, ewiges Essenz, Inkorporierung oder Verkörperung des einen, der einen Menschheit, the one people steht hier. Also komm in deine wirkliche Größe, denke und fühle dich hinein und sei groß. Fünftens, stimme keinem Vertrag zu, der dir irgendeinen Vorteil bringen könnte. Das ist vom System nicht vorgesehen. Du verlierst immer. Sechstens, unterschreibe keine Dokumente. Sie könnten Verträge sein und dich in das System zwingen und binden, auch keine Petitionen, denn sie bewirken nichts, haben dafür aber deine Unterschrift. Falls es unvermeidlich ist, verwende UZ, also unter Zwang, unterzeichne mit einem Kürzel, nicht mit deinem vollständigen Namen. Unterschreibe nur mit dem Zusatz, alle Rechte vorbehalten ohne Präjudiz. Das ist der Vorschlag hier mit dem UCC, das zu unterschreiben. Aber es gibt auch andere Wege. Dann, siebtens, erscheine niemals freiwillig in einem angeblichen Amt, in einer Behörde oder vor Gericht. Nur Sklaven gehen freiwillig zu ihrem Herrn und Peiniger. Achtens, falls du gefragt wirst, verstehen Sie mich, bedeutet es, erkennst du an, dass du mir unterstehst? Sag niemals ja, eher ich habe Ihre Worte gehört, aber ich verstehe sie nicht. Neuntens, beantworte keine Fragen, der Souverän stellt die Fragen und beherrscht und führt die Situation. Wer also ist der Souverän? Hä? Beispiele könnten sein, warum bin ich hier? Können Sie sich legitimieren? Um was geht's hier? Substanz oder Form? Verwalten Sie die Treuhand von XY, können Sie einen Vertrag vorlegen, den ich mit nasser Tinte unterzeichnet habe. Zehntens, falls gezwungen, gehe nur mit Zeugen hin, eventuell auf Video mitschneiden und nehme im Gerichtssaal niemals Platz. Der Kapitän oder Richter befiehlt auf seinem Schiff nur seinen Sklaven, sich zu setzen. Du bist der Souverän und stehst in voller Größe. Du bist der Macher und du stellst die Fragen. Ja, das ist ein bisschen ein älterer Artikel, aber ich denke immer noch aktuell und wir haben uns auch ja im Rahmen der Common Law oder auch mit dem GCLC, G-Port und so mit diesen Fragen bereits beschäftigt. Da wird das dann in Aktion umgesetzt. Ja, das dachte ich, lese ich mal voll vor. Ja, also dieses Märchen der künstlich geschaffene Fiktion oder Illusion der Person, die uns übergestülpt wurde, damit sich der Vatikan und Co. an uns allen bereichern kann. Das ist eins der großen Märchen. Das nächste, das Märchen von Demokratie und Selbstbestimmung, in dem wir beständig an der Nase herumgeführt werden, weil wir gar nichts mitbestimmen dürfen. Und viele andere Märchen. Auch darüber darf man mal nachdenken. Darunter nochmal diese hervorragenden Abbildungen von Trump als auch Muppet-Figur und natürlich dann Kim Jong-un mit der Mickey-Maus-Maske da oben drauf auf dem Kopf, als er da in Genf zur Schule ging. So, ja, es wird uns ja gerade dieses Disney-Schauspiel der Trump-Muppet-Show und Kim Maus vorgespielt, in dem der Trump und der Kim nun endlich für ein Friedensfoto miteinander eng verbunden posieren, wahrscheinlich um bald die Sprengstoff-Friedensnobelpreise verliehen zu bekommen, damit der Nobelclub neue Mitglieder erhält. Ja, ich habe das da abgebildet. Darin soll sich der Kim Jong-un verpflichtet haben, mitzuwirken, dass die die koreanische Halbinsel frei ist von Atomwaffen, Nuklearwaffen. Ja, ihr könnt das dann nachlesen. Kein Krieg ist erforderlich, er dient doch ausschließlich den Interessen weniger. Wir erinnern uns daran, die Rothschild-Urgroßmutter hat ja gesagt, wenn meine Söhne keinen Krieg wollten, dann gäbe es auch keinen. Ne? Und hier jetzt in Nordkorea wollen sie eben keinen Krieg im Moment. Ne? Sie werden sich wahrscheinlich wieder auf Syrien konzentrieren, weil das soll ja dann eingemeindet werden da zu Groß-Israel. Also es dient nur den Interessen weniger und erhöht deren Profite mit dem bösen Ziel der gleichzeitigen Zerstörung, was dann auch wieder Kohle macht und natürlich wird man dann lästige Mäuler los bei der Gelegenheit, ja, oder? Ja, das ist ein bisschen sarkastisch, ne? Also diese Welt haben die wenigsten Menschen auf der Erde verstanden, weshalb sie sich auch entsprechend immer noch in Lehnhaft und Sklaverei befinden und ihre Energie, ihr Leben an diese wenigen oder Übeltuer verschwenden, statt sie für sich und seine Lieben einzusetzen und damit die Entwicklung der Erde hemmen und die eigenen Zweckbestimmungen zu kolportieren. Wann endlich begreifen diese Menschen ihr Tun? Ja, und ich bin froh, dass ich es begriffen habe, vor vielen Jahren, über 10 Jahre ist es her, dass ich es dann auch mal begriffen habe.
Also viele wachen auch in einem relativ späten Phase ihres Lebens erst auf. Andere kommen schon so auf die Welt. Ja, die haben es ja von Anfang an gleich schwierig, ne? Das dann alles zu ertragen. Die anderen, die haben noch so ein bisschen eine Karenzzeit, ne? Um dann in der Matrix erstmal ja, sich einzugewöhnen, und dann fallen sie wieder aus dem Rahmen, wenn sie aufwachen. Und das haben wir auch schon häufiger diskutiert, das ist, fällt vielen schwer. Ne? Okay, so ist es halt. Ja, ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden. Da radiert Wakenews.net. Da ist auch schon das eine oder andere von euch da. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich meine, es gibt ja ganz viele Punkte, jetzt hier zum Beispiel mit den Muslimen, die also jetzt hier gezielt nach Europa eingeführt werden, speziell auch natürlich nach Deutschland kommen sollen. Auch die Merkel, die natürlich die Verantwortung als Geschäftsführerin dafür trägt, ist aber nicht ursächlich dafür verantwortlich, sondern sie führt ja auch nur die Befehle von ganz oben aus, die bis hin zum Vatikan gefunden werden dürften. Also da liegt der Hase im Pfeffer, ne? Wenn man das mal wirklich so recherchiert, wenn man tiefer ins Kaninchenloch einsteigt. Und auch der Vatikan hat natürlich wiederum seine den Kreis von Leuten, die also, oder Entitäten kann man vielleicht sagen, die das beeinflussen. Also auch die sind im Dunkeln, ja, wenn man das mal so sagen darf. Und die ganzen Morde, die stattfinden derzeit an jungen weiblichen Menschen, sind natürlich eine Katastrophe, ist völlig klar, und sind also nicht zu akzeptieren. Aber auch die sind eine Folge dieser Strategie, die da abläuft, denn es läuft ja ohne dies eine Eugenikstrategie, das heißt, die Eugeniker, die reiben sich immer die Hände, wenn wieder einer abgemurkst wurde, ja, egal wer es jetzt ist. Und man darf das einfach wissen. Ich meine, wenn man sich ein wenig mit den Leuten hier auseinandersetzt, die hier reinkommen, aus dem muslimischen, islamischen Raum, wie auch immer man das nennt, aus den verschiedensten Regionen, da zählt in den Kulturen ein Vibe anders als hier. Wir sind das hier gewohnt. Im Westen, dass es im Prinzip eine inzwischen erarbeitete Gleichberechtigung gibt, durchaus auch auf Initiative der Weiber selbst, die also dafür auch gekämpft haben. Und, aber nicht nur die Weiber, sondern auch Männer waren daran interessiert, dass es Gleichberechtigung gibt. Und das ist hier die Kultur. Und auch die Freiheit, sich so zu kleiden oder so herumzulaufen, wie man will, alles das gehört zu dem Thema persönliche Freiheit. Das ist für diese Leute, die aus völlig anderen Kulturen, anderen religiösen Hintergründen hier reinkommen, natürlich vollständig unverständlich. Ne? Für diese ist ein Vibe, hat das nicht eine gleichberechtigte Position. Weil da gibt es vielleicht auch Unterschiede, es gibt da progressive Regionen, ja, und Kulturen, die das sehr wohl auch so sehen und handhaben. Aber es gibt eben, man, die meisten, die hierher kommen, sind ja völlig aus einem verarmten, kulturell stark mit Scheuklappen versehenen Regionen, die haben mit Freiheit, persönlicher Freiheit ja nichts am Hut. Da geht es immer alles nur Familie, Familie und dann noch der Stamm und so, und mehr ist nicht. Ich vereinfache das jetzt natürlich. Also darf man sich nicht wundern, wenn man solche Leute hier vor Ort hat, dann wird es zu solchen Konfrontationen kommen, weil die eben Weiber nicht als gleichberechtigt auf dem gleichen Level sehen. Das sind für sie vielleicht teilweise sogar nur Dinge, nur Sachen, denen sie sich bedienen. So wie das die bewaffneten Uniformierten bei den Personen ja auch sehen. Ne? Die hauen auf dich drauf und fesseln dich und so, weil nicht weil sie in dir den Menschen sehen, sondern weil sie in dir nur die Person sehen, also die Fiktion, die Illusion, die juristische Person, über die sie Macht zu haben, glauben. Ja, das darf man vielleicht einfach auch nochmal darüber nachdenken, mal ein wenig raustreten aus dieser Emotion, die uns natürlich alle ergriffen hat. Und auch die Merkel sprach was davon, dass sie in einem Video, dass sie das also alles bedauert und dies und jenes, aber das ist natürlich Heuchelei, weil das ist ihr Auftrag. Sie führt den Auftrag aus. Sie macht das für sich und aus ihrer Sicht alles richtig. Da gibt es diese kognitive Dissonanz. Sie wird niemals verstehen, was du für Argumente bringst oder was wir für Argumente bringen, weil sie führt nur ihren Auftrag aus. Wir machen nur unseren Job.
Das sagen dir die bewaffneten Uniformierten auch, wenn sie dich gerade mal eben festgenommen haben, hinten die Hände in Handschellen gefesselt und dich dann in den Wagen schubsen oder sowas, ne? Oder ins Gefängnis zerren. Sagen, wir machen nur unseren Job. Ne? Das ist so, die Merkel macht nur ihren Job. Ja, hin und wieder, ich meine, vielleicht hat sie schon den Intellekt, viele bezweifeln das zwar, aber ich sag mal, die hat durchaus schon den Durchblick, dass sie weiß, was sie da tut. Aber wenn man eben sein Volk, in Anführungszeichen, was ja nicht ganz stimmt, aber sagen wir mal, dass wir das so titulieren, wenn man das natürlich als Untermenschen, als Vieh sieht vor sich, ja, da kann man kaum Emotionen entwickeln, ne? Oder? Das ist der Hintergrund. Und deswegen auch diese überhaupt komplett alles emotionslos. Und sie hat auch nur was dazu gesagt, vermutlich. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, bei der Susanna, weil die Susanna zufälligerweise, weiß ich nicht, jüdischen Glaubens ist. Da war sie wahrscheinlich dazu gezwungen, weil sie natürlich auch diesen jüdischen Gemeinden da sehr nahe steht. Ja. Okay, aber auch das kann ich nicht endgültig sagen, ist auch eine Vermutung. Aber schauen wir mal, was hier von euch reingekommen ist. Aber ich dachte, das wollte ich nochmal sagen, damit ihr auch versteht, wie man das auch ansehen darf. Einfach auch aus einer sachlichen Brille. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass jede Emotion, die man jetzt aufbringt, im Prinzip verpufft, weil die Leute, die man emotional damit hier ansprechen will, zum Beispiel eine Frau Merkel, das überhaupt nicht emotional aufnehmen kann. Die ist sowieso eine Psychopathin, ist klar. Also solche Leute sind Psychopathen. Die haben sowieso kein Emotionslevel. Ja? Höchstens, wenn es um eigene Angelegenheiten geht. Aber nicht, was diese Unterleutchen da für sie bedeuten. Was man also emotional tut, das kann höchstens auf deinen Mitmenschen wirken, aber niemals auf diejenigen, die das alles befehligen. Wenn man es sachlich begründet, dürfte man eben aus der eben vorgebrachten Darstellung mit dieser anderen Kultur, die also eben keine Gleichberechtigung für Weiber sieht, jetzt mal grob im Durchschnitt gesagt, es gibt da Unterschiede natürlich, dann darf man solche Leute gar nicht reinlassen. Ja? Es geht eben nicht. Und dieses Reinlassen bedeutet den Untergang. Das darf man so sagen. Ja, wenn man das, und das ist ja das auch, was die Leute, die dahinter stecken, die Eugeniker wollen. Sie wollen, das haben wir auch vielmal schon besprochen, ist euch ja auch allen bekannt, die wollen dieses Kulturgebiet hier zerstören und die Rasse vielleicht sogar zerstören, die Weißen zerstören, wie auch immer, es soll so eine Mischrasse geben. Das ist das, was dahinter steckt. Das ist auf jeden Fall klar. Ja, jetzt kommt noch was hier reingeschickt. Auch private Personen sind nicht sicher. Ja, da wird wieder von Personen gesprochen. Also so ganz sicher bin ich nicht, ob die Leute das alles verstanden haben. Aber die reden eben einfach. Ja, du kannst als Mensch ja überhaupt nichts. Du kannst als Mensch keine Wohnung mieten. Du kannst als Mensch keine Bank runteröffnen. Du kannst als Mensch kein Auto kaufen. Es sei denn untereinander vielleicht. Aber du kannst es da nicht anmelden als Mensch. Das geht nicht. Es geht nur, wenn du Person bist. Und dazu musst du dich ausweisen können. Diese Person hat immer eine Ausweispflicht, damit man eben weiß, welches Konto belastet werden kann. Es geht nur um Kohle dabei und Haftung, ne, für das, was da geschieht. Na gut, also hier war das die Unbestechlichen. Private Personen sind nicht sicher. Auch die private Vorsorgeeinrichtungen werden in der sich abzeichnenden Mischung aus steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen inklusive Kapitalerträgen in die Knie gehen. Flossbach von Storch hat wieder einmal gerechnet und ich dokumentiere die Highlights, die nun wahrlich keine sind. Okay, ich gebe euch das später zum Nachlesen. Also der ist auf dem Personenlevel, klar, weil alle diese Geldanlagen, Bank und so weiter, Versicherung, alles nur für die Person läuft. Und bitte noch einmal das zur Kenntnis zu nehmen. Ich bin der Ansicht, wir als Mensch, wir haben halt diese Person, die wurde nicht von uns geschaffen. Man kann sie sich auch selbst schaffen, aber sagen wir mal, das machen die ja die allerwenigsten. Diese Person, die wurde vom Staat, in Anführungszeichen, geschaffen und du bist der Begünstigte. Ob sie das wollen oder nicht, es ist so. Dafür ist das, weil es auf dich als Mensch, du stehst dahinter. Ja, letztendlich. Ohne dich als Mensch hätte es die Person nicht kreieren können. Zumindest nach diesem System mit der Lebenderklärung.
So. Ja, das heißt also, du bist der Begünstigte. Immer. Du bist immer der Begünstigte und darauf kann man pochen und das kann man zum Beispiel in Form eines Affidavits auch entsprechend bestätigen. Aber mehr will ich da jetzt nicht drauf eingehen. Okay, das könnt ihr nachlesen. UN-Schleusen für die Massenmigration. Das kam beim Krupp Verlag offenbar. Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit, bahnt sich in diesen Wochen eine weltweite Katastrophe an. Ein globaler Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration soll bis Juli 2018 mit allen UN-Mitgliedstaaten ausgehandelt und auf einer Regierungskonferenz am 10.11. Dezember in Marokko aufgenommen werden. Damit wird die Souveränität der Nationen eingeschränkt. Ja, die ist ja nicht schon weg. Deswegen haben sich die USA schon nochmal ausgeklinkt. Der sogenannte globale Pakt für Migration sei ein No-Border-Programm, ein Pakt zur Aufhebung der Grenzen, polterte US-Präsident Donald Trump. Und so weiter. Also da bestätigt sich das noch einmal wieder. Ihr könnt das nachlesen. Ich gebe es später in die Linkleiste damit hinein, wo ich dann alle Links zur heutigen Sendung aufführe. Es ist so, das haben wir ja auch schon vorher gesehen, ne? Ab Juni geht's los. Vermutlich das auch einer der Punkte gewesen, die nicht auf der Agenda standen hier für das Bilderberger-Meeting, was gewesen ist. Asylpolitik. Warum sollten wir Afrikas ungewollte und überflüssige Söhne aufnehmen? Das kam wo? Volksbetrugsnet.wordpress.com. Da steht, insgesamt sind 629 Wirtschaftsasylanten Flüchtlinge an Bord. Darunter befinden sich 123 unbegleitete Minderjährige, 7 schwangere Frauen und 11 Kleinkinder. Da geht es wahrscheinlich hier um die in Italien nicht mehr angenommenen Asylboote oder Flüchtlingsboote, die ja jetzt durch die wechselnde Regierung also anfangen, zumindest nach außen hin, so zu tun, als wenn sie keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wollen. Ja, weiß man auch noch nicht, wie sich das dreht mit der Zeit, was die Banken dann dazu sagen, weil das bringt denen ja Kohle in die Kasse. Ja, dann kommt hier Aachener Beratungsstelle für Flüchtlinge vor Insolvenz. Das kam beim wdr.de, das kann ich euch dann auch reingeben. Mit Spenden finanziert, auch witzig, Gymnasium kauft Burkinis für Schwimmunterricht. Eine muslimische Schülerin im Burkini am Schwimmbeckenrand, da gibt es eine Abbildung. Das kam bei, schauen wir gerade, bild.de. Macht das bald Schule in ganz Deutschland, steht da. Das Pestalozzi-Gymnasium in Herne, Nordrhein-Westfalen, hat für den Schwimmunterricht 20 Burkinis angeschafft. Die Schule will dafür sorgen, dass auch Muslime am Schwimmen teilnehmen können und so weiter. Ja. Ja, okay. Ja, Regierung zerstört deutsche Automobilindustrie. Das ist eine der Aufgaben, weil das hier alles deindustrialisiert werden soll. Das wird dann alles in Fernost gemacht. Ist billiger. Regierung zerstört deutsche Automobilindustrie. Ob Daimler tatsächlich Abgasschmuge betrieben hat, müssen wahrscheinlich Gerichte klären. In der Zwischenzeit schreitet die rot-grüne Republik Zerstörung auch im Automobilsektor voran, unterstützt vom politisch-medialen Komplex. Das kam bei MM News. Da ging es ja um den Rückruf, den regierungsmäßig auch verordneten Rückruf von mehreren hunderttausend Fahrzeugen. Hier kommt noch was zu Susanna F., eben die ermordete Junge, das junge Weib. Ob das natürlich jetzt alles stimmt, es wird jetzt schon wieder gezweifelt daran, ob das alles stimmt, die Geschichte. Vielleicht gibt es diese Person gar nicht und die Dienste haben einfach am PC ein hübsches Gesicht zusammengebastelt, einen Lebenslauf erfunden, eine Tat erfunden und lügen jetzt die Taschen voll. Und so weiter. Auch das ist interessant. Man darf ja auch immer alles nochmal hinterfragen. Das kam zu sehr in den Medien. Auch mit dem Hinweis, sie sei jüdische Abstammung, ist interessant. Da darf man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich gebe euch zum Nachlesen. Ihr dürft es dann nachlesen. Dann gibt es noch eine andere Variante hier. Juliana R. in Viersen ermordet. Im Gegensatz zum Fall Susanna F. halte ich das Opfer für authentisch. Die Eltern verhalten sich glaubwürdig, trauernd.
Schulkameraden des Opfers melden sich zu Wort, besuchen den Tatort. Abgesehen von alternativen Medien keinerlei Berichterstattung, kein Bild des Verdächtigen, keine Stellungnahme von Seiten deutscher Politiker. Das kam bei Killer Bee, sagt auch eine entsprechende Veröffentlichung. Dann kommt hier noch was. Vielleicht darf man zwischendurch noch sagen, es ist natürlich anzunehmen, dass wieder neue Gründe gesucht werden, um eben die Polizeigesetze insgesamt noch weiter zu verschärfen. Der Ruf danach wurde ja schon vom Chef der Polizeigewerkschaft ausgerufen. Das heißt, das Polizeiaufgabengesetz soll dann schnellstmöglich wahrscheinlich über die ganze Bundesgegend ausgeweitet werden. Das könnte dahinter stecken. Hier kommt noch was. Nächste weibliche Tote. Auch hier eine Veröffentlichung bei BRD-Schwindel. Leiche entdeckt, vermisste Katja M. tot. Wie die Polizei Chemnitz am Dienstagabend mitteilte, wurde die 39-Jährige 1930 im Bereich Stützengrün leblos aufgefunden. Es war nur noch der Tod festzustellen. Ja, die war am Samstag zum Einkaufen gefahren und dann seitdem spurlos verschwunden. Tragisch, aber wie gesagt, wie ich es vorhin schon erläutert habe, das ist das, was jetzt passiert. Ja. Und die Deutschen, in Anführungszeichen, die Deutschen gibt es ja sowieso nicht in dem Sinne, aber die Bevölkerung auf deutschem Terrain soll jetzt mürbe gemacht werden, dran gewöhnt werden, jeden Tag, ja, das ist halt so. Diese Abstumpfung soll geschehen. Und dann nachher, die Lösung ist eben dann verschärfte Polizeigesetze und so, dass man uns noch weiter und tiefer ins Elend stürzen kann. Das wird wahrscheinlich dabei herauskommen. Ja, wir sind durch mit der Sendung. Ich danke euch dafür, dass ihr so super zugehört habt, dass ihr dabei wart, mir die Kraft gegeben habt, die Power, die notwendig ist, um eine solche Sendung durchzuführen. Ja, und denkt dran, wir sind auch immer froh, wenn man uns unterstützt. Also wenn ihr uns da auch finanziell etwas helfen könnt. Wir haben ein neues Konto. Ich blende es auch hier nachher nochmal im Film ein. Und das ist, da kommt es auch an. Da sind auch schon einige Beiträge angekommen. Danke dafür. Wir brauchen es, weil wir sind ständig auch dabei, irgendwie irgendwas machen zu müssen, Fixkosten oder auch irgendwelche Reparaturen. Wir müssen jetzt hier dringend noch das eine oder andere beschaffen, um hier besser arbeiten zu können. Es ist halt einfach ein ständiger Kampf. Ja. Und denkt dran, besorgt euch eure T-Shirts von Wake News, eure Textilien von Wake News. Es gibt ja verschiedene Dinge, auch eine klasse Hose, die man auch mit Reißverschluss die Beine abnehmen kann. Das sind tolle Shorts, die habe ich auch immer an. Haben sich fantastisch bewährt. Die gibt es in verschiedenen Farben. Oliv, Schwarz und dieses Helle. Also ich trage alle drei. Super, klasse. Und andere Dinge. Und vor allem natürlich das T-Shirt. Ich bin Mensch und keine Person. Ein ganz wichtiger Aufklärer auf dem T-Shirt. Das sollte jeder haben. Ja. Also in dem Sinne, einfach mal bei laufteufel.de reinschauen. Ganz super. Wir sehen uns, sobald das Video geladen ist, und hören tun wir uns das nächste Mal am kommenden Donnerstag. Danke euch, dass ihr da wart. Wir hören jetzt ausgangs noch von Wild Rice Stonewall. Und während wir dann umspulen, da noch von Vienator, Allweil Blau. Und von den Antoines, Is It Too Late? Und dann hören wir erst die Sendung vom letzten Mal. Also, die Regierung löscht das eigene Volk aus. Sind die Deutschen dumm? Ja. Und dann natürlich die heutige Sendung. Freue mich dann auf euch. Bis bald. Wir hören. ZDF von Wake News Radio, Wake News TV. Ciao, ciao. Wake News Radio. Wake News TV. Für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung. Versklavung. Dims. Scraps. Schuldgeld aus dem Nichts. Eingepflanzter Chip. Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv. Macht mit. Wake News Radio. Wake News TV. WakeNews.net.